Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Flife Universe Video Giant Hunt Nummer 31. Richtiger 31er. Konkurrenz ist am Start und ich jetzt auch. Let's get those Orikaiko. Und unser erster Violet Kingstar ist am Start. Könnte sein, dass das letzte Giant Hunt jetzt ist vom FEC Transfer. Also heute wäre es echt cool, wenn nochmal was ganz Großes auf uns zukommen könnte. Was unfassbar Großes. Back-to-back Violets, that's what I like to see. Und jetzt ein saftiges X-Pro. Ah, nope. Ah ja, der Soundproblem mal wieder. Aber ich habe es direkt gesehen. Kein Drop, erster Giant. Nee, zweiter Giant Naga. Meine Emma hat sich schon wieder schlänglige Freunde gemacht hier. Sehr beliebt bei den Schlangen. Gleich drei Agros wollen ihm die Hosen ausziehen. Weiterer Violet Kingstar. Beschert uns auch keinen Early Drop leider. Und unser erster extrem später Giant Kingstar. Ich glaube, es hat selten so lange gebraucht, um mal einen Giant Kingstar zu finden. Auf zwei Channeln war er nicht da. Sehr ungewöhnlich. Meistens ist es eher so, dass man keine Naga findet. Aber kann auch einfach nur Zufall gewesen sein. Vielleicht habe ich ihn auch einfach nicht gesehen, weil ich blind bin. Und noch ein Violet Kingstar. Ich glaube schon der dritte von vier. Haben wir ihn bis jetzt nur einmal nicht bekommen. Von der ersten Runde. Nächster Giant Naga. Ausbeute bis jetzt ist okay, wir sind fast durch mit der ersten Runde. Bisher vier Violets gefunden. Und ich glaube, das war auch der vierte Giant. Also so ziemlich genau die Hälfte. Also ein Giant ist noch offen. Ein Giant Kingstar, falls wir ihn jetzt noch finden. Hätten wir etwas über die Hälfte gefunden. Ja, was okay ist erstmal. Es ist ausbaufähig, definitiv. Er war da, siehe da. Und es ist auch... Es ist Giant Nummer 10 tatsächlich, okay. Okay. Trotzdem ausbaufähig. Und nächster Giant Kingstar. Runde 2 startet. Erstmal noch ohne Drop. Und ein weiterer Schlangen-Giant. Aber bitte mit Sahne. Ich esse am liebsten Orikaikum-Sahne, aber hier wurde leider nicht abgesahnt. Ganz und gar nicht. Den Giant zu finden hat tatsächlich ein bisschen gedauert. Und hier sollte auch noch sein lilaner Kollege irgendwo rumstehen. Ja, das war jetzt eine lange Schaffenspause. Ich glaube, hier hat irgendjemand angefangen zu farmen und hat es irgendwie geschafft, dass ich ihn nicht ein einziges Mal zu Gesicht bekommen habe. Oder ich bin extrem unlucky, was die Respawns angeht. Kann auch sein. Aber ich habe zumindest eine AFK-Person entdeckt, die ich vorher entweder komplett übersehen habe oder sie ist neu dort. Also wäre das auf jeden Fall schon mal der Hauptverdächtige. Ja, es ist auf jeden Fall gut was los zu diesen unchristlichen Zeiten. Ein weiterer Violet crossed unseren Weg. Oh, ne, Drops. Verdammt nochmal, wo sind die Drops? Langsam muss echt nochmal eins kommen. Dein Naga. Wenn ich das nächste Mal nichts finde, werden wir eine Runde angeln gehen. Ich glaube, jetzt habe ich so viel Zeit mit Suchen verschwendet, dass jetzt wahrscheinlich die ganzen Respawns kommen. Also wird es wahrscheinlich noch eine Weile dauern. Hoffentlich. Hoffentlich. Giant Kingstar. Come on, Bro. Hau mal wieder einen raus. Die letzten drei Folgen hat er nichts gedroppt. Also schon sehr lange nichts mehr. Giant Mr. King. Oder Mrs. Oder whatever. Bitte eine Drop. Ah. Erster Giant Dorian down. War leider ein bisschen spät dran mit der Aufnahme. RIP. Okay, jetzt habe ich es rechtzeitig geschafft. Ohne Drop. Okay, mit den gleichen Party-Skills. Nächster Giant Dorian is about to go. Down. Trash. Und letzter Giant Dorian is about to go down. Partyskills laufen. Und unsere Angeltour war leider nicht erfolgreich. Schade. Schade Schokolade.
Also zumindest habe ich eine neue Technik entwickelt. Auf die Idee komme ich natürlich auch recht spät, aber immer Merkaba mit Stonehand einsetzen, vor allem in der Rage Phase. Weil wenn er gestunt ist, bin ich kein Risiko, dass es, sag ich mal, eskaliert. Und vor der Rage Phase ist es eigentlich auch nicht schlecht, weil da macht er öfter sein Skill. Und wenn er öfter sein Skill macht, doppelter Schaden für einen Ranger, also 100% PvE-Damage. Was eigentlich auch insane ist. Also eigentlich improbieren die ganze Zeit zu stunnen mit dem M. Und ich habe gemerkt, ich habe kein Damage verloren. Dafür macht der M viel mehr Damage. Also insgesamt geht es auf jeden Fall deutlich schneller. And look who's back. Back again. It's your boy Violet Naga auf Channel 3. Wo ich ihn schon getötet habe. Giant Naga. No drop. Selbe Stelle, selbe Welle, anderer Channel. Anderer Drop. Nope. Nächster Violet Naga Respawn. Ist jetzt noch nicht mal ein räudiges X-Pro. Die sind halt wieder richtig stur. Ich meine, die letzten beiden Male war es jeweils ein Ori. Einmal war es, glaube ich, ein Ori und ein X-Pro. Und einmal war es ein Ori und drei X-Pro. Also ich meine, man kann es so sehen. Schon lange keine Vollkatastrophe mehr. Aber halt auch schon lange kein Jackpot mehr. Giant Mr. King. Ah, jetzt fast geschafft mit einmal Paliskis, drei Giants. Die waren recht nah beieinander gespawnt, aber leider sind meine Buffs ausgelaufen. Beim einen Giant musste ich mich währenddessen rebuffen. Das waren genau die 10 Sekunden, die gefehlt haben. RIP. Giant Schlange. Bitte unseren ersten Drop. Wir haben noch keinen Drop heute. No way. Sieger Hummer. Und Giant Nummer 30, wenn ich mich nicht täusche. Ouch. 30 Giants, no drop. Giant Naga. Ich habe physische Schmerzen, wenn ich diese Drops sehe. Eieiei. Vielleicht ist es wirklich besser, dass ich bald aufhöre damit. Das tut einfach nur weh. Giant, riesige Schlange. Hat wieder keinen Drop für uns. Oh, Junge, 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 Junge. Ich meine, wir haben zwar noch wahrscheinlich, hoffentlich einige Giants und Violets vor uns. Aber damn, sieht das düster aus momentan. Und ein weiterer riesiger Hummer. Ohne Drop. Violet Mr. King. Puh, immer noch kein X-Product. Und seinen Kollegen haben wir direkt natürlich auch am Start. Und der droppt jetzt ein X-Protect mit Ansage. So ein dreckiger Hater. Schwöre. Ein weiterer Giant Kingstar. Boah, ey. Wenn das echt die letzte Farm-Session wird und es wird eine Komplettkatastrophe. Alter, nicht dein Ernst, ey. So kann's nicht enden. Giant Naga. Langsam verliere ich die Hoffnung. Oh. Ein weiterer Giant, Nummer 38. 38 ohne Drops. Giant Kingstar mit... Ach komm, wo bleibt denn der Setai-Drop? Kappa. Ein weiterer Violet. Gut, immer noch kein X-Product. Leute, was ist da los? Drückt ihr den Like-Button nicht? Drückt ihr nicht auf Abonnieren? Was ist das Problem? Tut es jetzt, bevor es zu spät ist. Noch ein Violet Naga, das ist der letzte. Dann habe ich alle 4 um 4 gekillt. Also wirklich so. 2 Violet Kingstars würden uns noch fehlen, um die 8 voll zu machen. So wie Drops. Uns fehlen auch irgendwie ein paar Drops, habe ich das Gefühl. Giant Kingstar. Er mag das Geräute eher anscheinend nicht.
Instant Respawn Baby, selber Channel, vor 5 Sekunden getötet, steht er da einfach wieder. Als wäre nichts passiert. Power Dice 12. Instant Respawn für einen verdammten Power Dice 12. I can't freaking believe it, man. Ich glaube, es ist legit, dass der zweite Power Dice 10-12, den wir jemals gedroppt haben beim Gegen. Die Dinger sind actually ultra selten. Aber halt auch ultra wenig wert. Und der vorletzte Violet, der uns noch fehlt in unserer Sammlung. By the way, haben wir jetzt einen Drop. Oh Gott, lass es nicht den einzigen sein, bitte. Giant Schlange. Übrigens, das ist jetzt Giant Nummer 45. Und der 44. der nichts droppt. Alright, Giant Naga. Kurz vor den 50 stehen wir jetzt dann. Ah, es ist so ein Witz, ey. Also ich meine, ja, dann kommt halt keine Herneswaffe, aber come on, bro. Something. Ich meine, Power Dice 12 ist halt legit schlechter als ein A-Pro eigentlich. Na gut, oder nicht schlechter als ein A-Pro, aber schlechter als ein G-Pro. Das ist halt echt nichts, es ist wie ein Set-Teil fast, bisschen besser. Und haben sie endlich mal was für uns? Wobei, er hatte den Power Dice 12, ne? Oh, ich nehme es zurück, Sir. Sie können uns wieder für 300.000 Giants nichts droppen. Danke. Ein lilaner Kingstar. Der hat für uns ein X-Product, sage ich. Hoffe ich. Nope, er ist ein dreckiger Hater. Giant Kingstar Nummer 49 müsste das sein. Einfach 49 von diesen Ganoven. Der einzige, der das gedroppt hat, war Giant Kingstar. Can't believe it. Einfach schon wieder. Naja, weil es schon länger nicht mehr passiert ist, aber es ist mal wieder passiert. Nochmal kurz bei den Fishies, weil ich gemerkt habe, dass nicht mehr so gut gerespawnt wird. Ein paar Partypunkte hier loswerden. Geschafft mit denselben Party-Skills. Wird der Kollege hier down gehen. Und er droppt nichts. Und der dritte Dorian geht down mit ohne Drops. Ja, drei Dorians sollten reichen, sind hier nur noch 74 Partypunkte. Zurück bei den Low-Bobs, angefangen mit Kingstar. Und Drop. Fehlanzeige. Giant Naga. Auch wieder ohne Drop. Giant, enttäuschende, riesige Enttäuschungsschlange der Enttäuschungen, der massenhaften Enttäuschungen, die nichts droppt und die enttäuscht. Habe ich schon Enttäuschungen erwähnt? Glaub einmal. Auch ein seltener Anblick, Giant und Violet direkt nebeneinander. Nummer 1 von beiden droppt nix. Ist keine Überraschung heute. Wir haben immer noch nur ein Power Dice 12 bis jetzt, sonst absolut nichts. Höre ich hier ein X-Protect? Der Wind, der flüstert X-Protect. Nope. Oh, Foto-Finish mit Party-Skills? Oder wird es sich ganz knapp nicht ausgehen? Oh mein Gott, es geht sich ganz knapp nicht aus. Nicht dein Ernst, ey. Wegen 200.000 mickrigen HP. Giant Nummer 59 und der einzige Drop ist jetzt Power Dice 12. Nicht dein Ernst. Eat my shorts. Okay, dann eben ein Power Dice 12 und ein Setter. Man wahrscheinlich sagen kann, bei den Gowns, Ringmaster Gowns, das ist wahrscheinlich so eins der besseren Setter ist oder eins der besten, das Beste vielleicht, oder nach der Suit. Nichtsdestotrotz, absolute Katastrophe. 59 Giants, Power Dice 12 und ein Setter ist fatal. Aber ja, ich meine, die letzten Male habe ich jetzt immer zumindest ein Ori gedroppt. Oder die letzten beiden Male auf jeden Fall. Beim drittletzten weiß ich gar nicht mehr. Ja, aber das ist alles nicht das, was wir suchen. Leider nicht. Aber es scheint so, dass die Leute, die hier so fett reingelackt haben in letzter Zeit auf Boro denken, dass die halt alle Herneswaffen für die nächsten paar
100.000 Giants mitgenommen haben. Jetzt wird wahrscheinlich erstmal wieder eine Weile nichts gedroppt. Oder nur von auserwählten Leuten, je nachdem. Ja, schade. Achievement-technisch bin ich jetzt wirklich fast fertig mit Naga. Wir haben jetzt noch 776. Ja, also das ist wirklich eine Party auf 45 ziehen. Ohne Blessing zumindest, also ohne Doppelparty-XP. Muss schauen, vielleicht farme ich morgen tatsächlich nochmal am allerletzten Tag vorm FEC-Ende. Aber ja, mal schauen, ob das sich ausgeht. Muss mal gucken. Danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Ich würde mich wie immer selber ein Like, Kommentar, noch ein Abo von euch freuen. Vielleicht bringt es mir irgendwann mal Glück. Und ansonsten schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Tägliche Livestreams auf Twitch. Link, wie gesagt, in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal mit Fly Universe. Macht's gut, haut's rein und ciao, ciao.